Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gehen wir der Frage nach, wie groß kann man ohne ein Makroobjektiv fotografieren? Oder anders gesagt, die Grenzen der Nahfotografie. Als Testobjekt verwende ich diesen Metallschmetterling im Blumenkasten am Balkon, um zu sehen, wie nahe bzw. wie groß man ihn aufnehmen kann, habe ich meinen gesamten Objektivpark an der Sony A9 angeschlossen und im Folgenden seht ihr die Fotos, die daraus entstanden sind. Zusammenfassend kann man sagen, dass das alte 50mm Objektiv mit der Vergrößerungslinse das größte Bild gemacht hat, aber es war nicht gerade das schärfste. Das Zoom-Objektiv von Tamron mit 70-180 hat ja eine sehr kleine Naheinstellgrenze und ist auch als 1:2 Makro ausgezeichnet. Dieses kam gleich an zweiter Stelle. Auf Platz 3 findet ihr das iPhone wieder, das ich gar nicht als Objektiv getestet habe, aber ich wollte einfach wissen, wie groß kann das iPhone 12 abbilden. In einem meiner nächsten Videos werde ich das Sony 90mm Makro testen. Also lasst gerne einen Like und ein Abo da und wir sehen uns demnächst. Tschüss! Ciao, bis bald.